Hallo liebe Wuselkinder, ich bin's wieder, eure Daniela und ich lese euch heute den zweiten Teil von Die drei Magier, Geheimnis im Geisterwald vor. Da habe ich euch ja den ersten Teil schon vorgelesen und bin dazu extra in den Wald gegangen. Und heute habe ich mir was anderes überlegt, denn ich habe gedacht, es ist ein bisschen unheimlich, was wir heute vorhaben, und deswegen habe ich auch ein bisschen hier unheimliche. Eigentlich ist es ja nicht unheimlich, eigentlich ist es ja wunderschön, der Weltraum und so. Das passt nicht so direkt zum Geisterwald, aber man sieht den Himmel ja vielleicht auch in einem dunklen Wald. Besser als in einer hellen Stadt. Und deswegen habe ich euch diesen wunderschönen, gemütlichen Sternenhimmel eingeblendet und werde euch jetzt den zweiten Teil vorlesen. Für diejenigen, die den ersten Teil verpasst haben, es gibt ihn auch noch auf unserer Website in der Mediathek. Könnt ihr euch den noch anschauen? Und wenn ihr ihn da noch nicht findet, weil ich es noch nicht geschafft habe, ihn dahin zu tun, das kann passieren, dann findet ihr ihn auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal. Aber falls ihr jetzt einfach das heute schauen wollt, was ich euch heute vorlese, erzähle ich euch kurz, was bisher passiert ist. Wir haben drei Kinder, Konrad, Mila und Vicky, die Magier sind. In der echten Welt sind sie ganz normale Kinder, aber sie können in eine magische Welt hinübergehen und dort sind sie dann selbst Magier, die zaubern können. Jeder kann so ein bisschen was anderes und sie lernen das gerade selbst, damit umzugehen. Und das ist schon ihre zweite oder dritte Mission in dieser Welt, in der sie sind. Und Algravia heißt die Welt übrigens, Algravia. Und jetzt dieses Mal sind sie nach Algravia gekommen, weil es auch wieder irgendein Problem gibt und sie versuchen gerade rauszufinden, was es ist. Was passiert ist, ist, dass die Geister aus dem Geisterwald vertrieben wurden. Und sie wollen jetzt herausfinden, warum. Und dazu sind sie schon an einer ganz langen Liane runtergerutscht und sie haben mit einem Baum gesprochen, der ihnen erzählt hat, dass er die Geister gehört hat, wie sie voller Angst abgehauen sind. Das heißt, es gibt etwas im Geisterwald, wovor sogar die Geister selbst Angst haben. Und der Baum hat ihnen noch gesagt, also wenn ich könnte, wenn ich Beine hätte, dann würde ich aber ganz schnell hier weglaufen. Aber die drei sind natürlich tapfer und gehen erstmal weiter. Und apropos drei, es gibt noch einen vierten. Und zwar, es gibt einen kleinen Bruder, den Linus, und der tapst ihnen hinterher, ohne dass sie ihn bisher bemerkt haben. Also der läuft da auch noch irgendwo mit und wird bestimmt auch noch für Aufregung sorgen. So, wir machen weiter. Wir fangen an mit Kapitel 9. Kapitel 1 bis 8 habe ich euch schon vorgelesen. Ich lese euch heute die zweite Hälfte vor. Ich warne euch vor, das wird ungefähr eine Stunde dauern. Also, wenn ihr das ganz hören wollt und nicht so viel Zeit habt, macht einfach auf Pause und hört wann anders zu Ende. Durchs dunkle Dickicht. Die Warnung des Baums gab den Freunden zu denken. Aber versprochen war versprochen. Und so stapften sie mit gemischten Gefühlen immer tiefer in den Geisterwald hinein. Bald kam es den drei Freunden so vor, als würden sie nicht mehr im Freien, sondern durch eine geheimnisvolle Höhle voller Ranken und Gestrüpp laufen. So dicht wuchs der Wald. »Man sieht ja kaum noch was«, flüsterte Mila und umklammerte ihren Zauberstab fester. Prompt begann die Spitze des Stabs rot zu leuchten. Vicky und Konrad taten das Gleiche. »Ha! 1A Taschenlampen«, sagte Vicky grinsend. Hier und da spürte Konrad, wie dünne Fäden über sein Gesicht streiften. Das mussten wohl Spinnweben sein, die zwischen den Bäumen hingen. Und immer wieder drangen leise Geräusche gedämpft durch den Nebel. Das Hämmern eines Spechts, Vogelrufe, ab und zu ein tiefes Knurren. Bei jedem neuen Geräusch hielten die drei inne und spähten wachsam umher. »Das ist so unheimlich. Wenn wir nur wüssten, wonach wir überhaupt Ausschau halten sollen«, hauchte Mila. »Halt still und mach keine Faxen«, knurrte es leise von vorn,
wo Vicky lief. Vicky ist so die coole, mutige von denen. Hey, gab Mila zurück, du brauchst nicht gleich schnippig zu werden. Vicky drehte ihren Kopf über die Schulter, über der sie auch den Proviantbündel trug. Ich hab nichts gesagt. Ich dachte, einer von euch, erwiderte sie stutzig. Oh. Konrad und Mila blickten sich an und schüttelten die Köpfe. Irgendetwas stimmt hier nicht, flüsterte Mila, Zähne klappernd. Besser, wir drehen doch wieder um. Quatsch, sagte Vicky bestimmt. Wer weiß, vielleicht war das gerade dieses S. Und wo ist es jetzt? Konrad ließ seinen Blick durch die dunkelgrüne Wildnis schweifen. Zu seiner Rechten tat sich eine kleine Lücke zwischen den Baumstämmen auf, durch die er bis zu einer Felsengruppe blicken konnte, die halb im Nebel verschwamm. Und über einem der Felsen sah er... »Ein Junge! Da ist ein Junge!« rief Konrad verblüfft. Der Fremde spähte aus großen Augen hinter dem Felsen hervor. Konrad erkannte nur einen Kopf mit wuscheligen blonden Haaren, der Rest war hinter dem Felsen verborgen. Es war ein ziemlich kleiner Junge und er erinnerte Konrad irgendwie an Linus freche Kindergartenfreunde. Vicky lief sofort zu ihm. »Wie? Wer? Wo? Siehst du wieder etwas, das wir nicht sehen?« Tatsächlich besaß Konrad eine Art magischen Durchblick, die seltene Gabe, Dinge zu sehen, die den meisten anderen verborgen blieben. Ob das auch hier der Fall war? Er deutete in Richtung des Felsens. Vicky drehte sich um und trat mit Schwung auf Konrads Fuß. »Autsch! Och Mann, Vicky, schon wieder! Manchmal benimmst du dich wie ein Nilpferd!« Kurz blickte Konrad auf seinen schmerzenden Fuß, dann gleich wieder zu der Felsengruppe. Doch der Junge im Nebel war verschwunden. Ein kleines Stück entfernt lief ein Junge mit fuchsroten Haaren durch den Nebel. Linus fühlte sich wie auf einem riesigen Abenteuerspielplatz. »Hui, ein richtiger Geisterwald«, gluckste er, ohne zu wissen, wie recht er damit hatte. Wie gesagt, Linus weiß nichts davon. Er weiß nichts davon, dass die Magier sind, seine Geschwister, und er weiß nichts davon, in was für einer Welt er sich befindet. Der ist noch total klein und der ist den einfach hinterhergetapst. Als Linus in der Nähe einen Bach plätschern hörte, merkte er erst, wie durstig er war. Eilig lief er zwischen den Baumstämmen hindurch, bis er das Wasser gefunden hatte und kletterte zum Ufer hinab. Alles war voller nassem Moos. Linus rutschte aus und schlitterte direkt auf den Bach zu. Kurz bevor er ins eisige Nass tauchte, schaffte er es, sich an einem Baumstamm festzuhalten. »Uff«, schnaufte Linus durch. Er ging in die Hocke, tauchte die Hände ins Wasser, es war eiskalt, und schöpfte das erfrischende Nass zum Mund. War das herrlich. Oh, das muss ich direkt auch mal machen. Erfrischendes Nass zu meinem Mund schöpfen. Gleich noch mehr. Als Linus die Hände wieder nach unten bewegte, nahm er im Wasser eine Bewegung wahr. Auf der langsam fließenden Wasseroberfläche erblickte er sein Spiegelbild und neben der Schulter des gespiegelten Linus huschte etwas im Bach hin und her. Ein kleiner Fisch? Oder wuchs da Entengrütze? »Nee, das Ding sieht nur so aus«, murmelte Linus zu sich selbst. »Das ist ja gar nicht im Bach. Das ist auch gespiegelt. Was sich da bewegte, musste also dicht hinter ihm sein.« Linus sog Luft durch die Zähne ein. »Nicht erschrecken«, flüsterte ihm eine Stimme ins Ohr. »Menno, jetzt marschieren wir schon eine halbe Ewigkeit durch diesen Wald«, verlor Vicky inzwischen die Geduld. Was sie suchten, konnte alles Mögliche sein. Sie hatten noch einige fremdartige Geräusche gehört. Und manche Bäume sahen so unheimlich aus, dass man sie nicht unbedingt zu Hause vorm Fenster stehen haben wollte. Aber etwas, das so gruselig war, dass es sogar Geister in die Flucht schlug,
Davon fehlte jede Spur. Wenig später traten die drei auf eine kleine Lichtung. Sie war fast kreisrund und an ihrem Rand wuchsen ein paar hübsche Blumen. Die Wolkendecke über ihnen öffnete sich einen kleinen Spalt weit und die Sonne lugte ins Tal herab. Die drei Freunde sahen sich an. »Leute, hier machen wir ein Picknick«, sprach Vicky aus, was alle dachten. Mila strich mit ihrem Zauberstab über das nebelfeuchte Gras. Was sie insgeheim gehofft hatte, trat ein. Der Stab wirkte wie ein Föhn. Und Sekunden später war der Boden trocken genug, um sich hinzusetzen. Vicky knotete die zwei Proviantbündel auf und öffnete die kleine Keksdose. Kaum hatte sie den Mini-Karottenkuchen aus der Dose gepickt, begann er zwischen ihren Fingern zu wachsen, genau wie Tante Fia es versprochen hatte. »Als wenn ihn jemand aufpusten würde«, staunte Konrad. »Mann, oh Mann«, rief Vicky begeistert. Sie brach den Kuchen in drei Stücke und verteilte diese. Mila kostete als erste. »Der ist ja sogar noch besser als der, den Mama macht.« Als alles aufgefuttert war und nur noch ein paar Krümel im Gras lagen, streckte Vicky sich behaglich aus. »Also, ich könnte jetzt schon ratzen.« »Wir haben noch eine Mission zu erfüllen«, rief Konrad Vicky in Erinnerung. Vicky zuckte mit den Schultern. »Wie es aussieht, hält dieses unheimliche Es gerade selbst Mittagsschlaf.« Mila klaubte die Reste des Picknicks zusammen und blickte sich suchend um. »Wo sind denn die Tücher hin, in die Tante Fia den Proviant eingewickelt hat?«, fragte sie. »Sitzen wir vielleicht drauf?«, meinte Konrad und stand auf. Fehlanzeige. »Hatten wir heimlich Besuch, ohne es bemerkt zu haben?«, wunderte sich Mila. »Da!« Vickys Zeigefinger schnellte auf die Bäume am Rand der Lichtung zu. »Da schweben sie!« »Aber«, stotterte Mila, »das sind doch...« »Zwei von den Geistern aus Tante Fias Mühle«, rief Vicky erstaunt. Über den Baumwipfeln hingen zwei weiße Laken in der Luft. Als Vicky auf sie zeigte, ließen sie sich nach vorne fallen und sausten spukfreudig auf die Freunde zu. Der eine Geist rollte wild mit den Augen, der andere holte rasselnd Luft. Kurz bevor er wieder sein Sirenengeheul ausstoßen konnte, sprang Vicky auf. »Buh!« machte sie. Heuler erstarrte. Von einem Mädchen angebuht zu werden, brachte ihn anscheinend völlig aus dem Konzept. Er wurde sogar ein bisschen rot um die Lakenzipfel. »He, erschreckt ihr euch denn gar nicht?« nölte der glotzende Geist und umkreiste die drei wie ein kleiner Helikopter. »Was seid ihr denn für Kinder, hm? Anständige Kinder machen sich in die Hosen, wenn sie einen Geist sehen.« »Wir sind aber nicht irgendwelche Kinder. Wir sind die drei Magier«, erklärte Konrad. Mila lächelte. »Genau. Und wir sind hier, um euch zu helfen. Also seid etwas netter zu uns.« Heuler bekam vor lauter Verwirrung einen Schluck auf. machte er. »Ihr wollt uns helfen? Wobei denn?« »Na, herauszufinden, was in eurem Zuhause los ist«, antwortet Mila. »Warum ihr euch nicht mehr hertraut?« »Hier? Wie? Was? Wo?« Glotzer riss sich die Spukbrille von den Augen. Seine Augen rollten trotzdem weiter. »Moment mal, Heuler, sind wir etwa, ist das etwa... Glotz? Das ist doch... Der Geisterwald! Oh nein!« heulten beide Geister gleichzeitig los. »Ach du faule Fluse, nichts wie weg«, schrie Glotzer. Die Geister rasten los, als wäre ihnen ein Wespenschwarm unters Laken gehuscht. »He, wartet doch mal«, rief Konrad ihnen nach. Vicky zückte ihren Zauberstab und schwang ihn wie eine Peitsche durch die Luft. Ein grüner Funkenstahl wirbelte auf die zwei fliehenden Geister zu, doch leider verfehlte er sie knapp. »Mist!« Vicky holte erneut zum Schwung aus.
Ich wusste gar nicht, dass Geister solche Angsthasen sind, rief Mila. Das wirkte. Was? Wie war das? Knarzte Glotzer. Er stoppte in der Luft und drehte sich langsam um. Mit seinem bösesten Blick schwebte er auf Mila zu. Wir sind die Größten, die Allergrößten. Stimmt's oder habe ich recht, Heuler? Vicky grinste Mila anerkennend zu. Die Geister kamen zurück wie zwei Hunde, denen man ein Stöckchen geworfen hatte. So, sagte Mila und deutete auf einen Stein, der vor ihr auf der Wiese lag. Die Geister ließen sich brav darauf nieder. Und jetzt verratet uns endlich, was hier passiert ist. Kapitel 10 Auf der Lauer. Es war groß, raunte Glotzer. Es war grün, stimmte Heuler ein, der seinen Schluck auf bei der Erinnerung an das Monster offenbar vergaß. Es war der Wald, endete sein Kollege düster. Der Wald? Wiederholte Vicky. Ah, also war es einer von den sprechenden Bäumen? Tippte Konrad. Nein, 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 stöhnte Heuler. Es kam aus dem Boden. Der über und über mit Moos und Blättern und Erde bedeckt, erzählte Glotzer eifrig, und mittendrin ein gewaltiges Maul mit spitzen, dornigen Zweigen als Zähne. Oh, klingt ja wirklich zum Fürchten, gab Mila zu. Aber warum habt ihr das alles nicht schon bei Tante Fia erzählt? Hallo, heulte Heuler. Wie hätten wir denn da gestanden? Brummte Glotzer. Geister, die sich vor einem Waldmonster erschrecken, wir haben schließlich unseren Stolz. Im Moment habt ihr eher die Hose, das Laken voll, grinste Vicky. Heuler schniefte geräuschvoll. Ihr würdet auch abhauen, wenn hinter euch plötzlich die Erde lebendig wird. Das Monster hat uns verfolgt, wisperte Glotzer. Jedem Geist hat es schon aufgelauert. Man kann es kaum verstehen, wenn es spricht. Aber ein Wort kam immer aus seinem raschelnden Maul. Er machte eine Pause und hauchte: Laken. Heuler stieß einen nervösen Pfiff aus. Es will eure Laken? Fragte Konrad stirnrunzelnd. Wozu das denn? Zum Fressen natürlich, vermutete Glotzer. Oder um sie anzuzünden, rief Heuler entsetzt. Stellt euch das mal vor, ein Geist ohne Laken. Was bleibt denn da noch über? Das wüsste ich auch gerne mal, sagte Vicky. Ehe Heuler sich's versah, griff sie nach seinem Lakenzipfel und hob ihn hoch. Das wollte ich ja auch schon immer mal machen, zu gucken, was unter so einem Gespenst drin ist. Setzte der Geist an und zappelte wild, bis ihm sein Kollege die Hand auf den Mund drückte. Hältst du wohl die Klappe? Mit deinem Geheul lockst du noch das Monster an. Vicky und Mila glucksten. Keine Sorge, ich hab nichts gesehen, beruhigte Vicky den Geist. Wie auch, unter unserem Laken sind wir schließlich unsichtbar, sagte Glotzer. Konrads Gesicht hatte einen sehr nachdenklichen Ausdruck angenommen. »Ich hab's«, rief er plötzlich. »Das Monster«, quiekte Heuler erschrocken. »Noch nicht, aber ein Plan, wie wir es vielleicht finden. Oder genauer, wie es uns findet. Du hast mich darauf gebracht.« Konrad schaute Glotzer vielsagend an. Der schaute verständnislos zurück, genau wie Vicky und Mila. Also legte Konrad nach. »Du hast doch gerade gesagt, mit deinem Geheul lockst du noch das Monster an.« »Genau so machen wir es. Ihr beide spielt den Köder. Ihr heult so lange, bis das Ungeheuer auftaucht.« Glotzer und Heuler rissen ihre Augen auf. »Bist du von allen bösen Geistern verlassen?« herrschte Glotzer Konrad an. »Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein, uns diesem Ungeheuer zum Fraß vorzuwerfen.« »Soweit kommt's doch gar nicht«, besänftigte Konrad ihn. »Bevor das Monster euch schnappt, verwandeln wir es in eine handliche Mini-Version.«
Nun machte es bei Vicky Klick. »Du meinst hiermit?« Sie hob Tante Fias Dose aus dem Gras. Konrad nickte. »Wir müssen es nur irgendwie dort hineinbekommen. Wenn es mal drin ist, ist es klein und harmlos wie ein Keks.« »Das erledige ich.« Vicky schwang ihren Zauberstab und einzelne grüne Funken sprühten aus der Spitze. »Ihr könnt euch voll auf mich verlassen.« Klotzer blickte Vicky misstrauisch an und auch Mila wirkte nicht restlos überzeugt. »Fällt jemandem etwas Besseres ein?« fragte Konrad schließlich. Keiner meldete sich. »Dann ist das wohl geklärt«, sagte Vicky. Mit Blick auf die verschüchterten Geister fügte sie hinzu, »seht's mal so, wenn wir es schaffen, das Monster mit eurer Hilfe einzufangen, seid ihr wirklich die Allergrößten.« Wenige Minuten später schwebten Glotzer und Heuler alleine in der Mitte der Lichtung, während Konrad, Vicky und Mila am Rand hinter einem Hagebuttenstrauch auf der Lauer lagen. »Nun mach schon, heult ein bisschen«, zischte Vicky. »Hoho«, machte Glotzer zaghaft. »Huhuhu«, stimmte Heuler genauso leise ein. »Menschenskind, da schuhut ja jeder Uhu lauter«, grummelte Vicky. »Sie haben eben Angst«, flüsterte Mila. »Immerhin machen sie überhaupt mit«, warf Konrad ein. »Also lass die Ärmsten in Ruhe und konzentriere dich lieber auf deinen Job.« Er deutete auf die magische Keksdose, die mit offenem Deckel im hohen Gras verborgen stand. Vicky kniff die Augen zusammen und nickte. Während sie warteten, übte Vicky, indem sie kleine Steinchen per Zauberstab über den Waldboden springen ließ. »Hepp, hepp, hepp«, murmelte sie. Auf grünen Funken schwebten die Kiesel über den Waldboden. Jedenfalls manche. Andere explodierten rauchend. Und ein paar besonders widerborstige Steine blieben einfach liegen. »Du solltest noch ein bisschen an deiner Trefferquote arbeiten«, riet Mila. Vicky wollte gerade antworten, da verstummte das Geheul der Geister. Die Freunde blickten zur Lichtung. Glotzer und Heuler blickten angstvoll zu ihnen zurück. »Ist es hinter uns?«, keuchte Mila. Die drei wirbelten herum und zückten ihre Zauberstäbe. Licht und Schatten spielten zwischen den Bäumen und Büschen. »Da kommt was«, presste Konrad hervor und zeigte mit seinem Stab auf ein Gebüsch ganz in der Nähe. Vicky folgte seinem Blick. Die Zweige des Strauchs bewegten sich raschelnd hin und her. Nicht viel, aber zu viel, als dass es einfach nur der Wind oder ein Vogel sein konnte. »Es kommt direkt auf uns zu«, stammelte Mila. Alle drei hielten ihre Zauberstäbe wie Schwerter auf das Gebüsch gerichtet. Das Rascheln erstarb. Eine Pause entstand. Dann stob ein rotes Etwas schnell wie ein Blitz aus dem Gebüsch und verschwand sofort wieder zwischen den Bäumen im Wald. »Oh, uff, es war nur ein kleiner Fuchs«, erkannte Konrad. Das Tier hatte sich wahrscheinlich mehr vor den dreien erschreckt als umgekehrt. Mila seufzte erleichtert. »Mann, oh Mann«, murmelte Vicky, »der hat vielleicht Nerven.« Vicky, Konrad und Mila ließen ihre Zauberstäbe wieder sinken. »Entwarnung«, rief Vicky, »bitte weiter heulen.« Keine Reaktion. »Hm? Seid ihr eingeschlafen?« Fragend drehte Vicky den Kopf zur Lichtung und fuhr vor Schreck fast aus ihrem Umhang. Das Monster war da. Gibt auch ein Bild, das ich euch zeigen möchte, wenn man das hier im Dunkeln sieht. Ja, sieht man. Das sieht schon ziemlich gruselig aus. Kapitel 11. Monster gegen Magierin. Während Vicky versuchte, ihren hämmernden Herzschlag unter Kontrolle zu bringen, verengten sich ihre Augen zu Schlitzen. Das Wesen befand sich auf der anderen Seite der Lichtung, dort, wo das Unterholz anfing. Glotzer hatte recht. Es sah tatsächlich aus, als wäre es ein Teil des Waldes.
Es schien geradezu mit den Büschen und Bäumen zu verschmelzen. Nur wenn es sich bewegte, nahm man es überhaupt wahr. Es war ein wandelnder Haufen aus Ästen, Blättern und Erde. »Oh«, hauchte Mila und schlotterte, »es sieht echt unheimlich aus.« Ob es die drei schon bemerkt hatte, oder hatte es nur die Geister im Visier? »Kein Mucks mehr«, raunte Vicky Mila zu. Mila holte Luft. Eilig griff Vicky nach der Hand ihrer Freundin und drückte sie. »Ich mach das schon«, flüsterte Vicky. »Ihr haltet hier die Stellung.« Noch war das Monster zu weit weg. Es schien auf der anderen Seite der Lichtung auf etwas zu lauern. Hin und wieder huschte es nach links oder nach rechts, doch dann wagte es sich endlich vor. Genau in diesem Moment riss die Wolkendecke wieder ein Stück auf. Sonnenlicht ergoss sich auf die Lichtung und vertrieb die Nebelfetzen. Wie geblendet zog sich das Wesen zurück. Verglichen mit dem freundlichen Grün auf der Lichtung wirkte der dunkelgrüne Umriss im Unterholz nun noch finsterer und unheimlicher. Die zwei Geister hingen wie gefroren in der Luft. Sie waren vor Schock und Angst völlig erstarrt. »Heult!« presste Vicky hervorna los. Aber die beiden gaben keinen Mucks von sich. Brauchten sie einen kleinen Stups? Vicky ließ ihren Zauberstab nach vorne schnippen. Ein Strom feiner grüner Fünkchen tanzte auf Glotzer und Heuler zu. Als die Funken ihre Lakenspitzen erreichten, zuckten die beiden Geister zusammen und kicherten, als würden sie gekitzelt. Wie eine losgelassene Sprungfeder kam das Wesen nun auf die Lichtung zu. Vicky stockte der Atem. Das Ungetüm aus Ästen, Zweigen, Blättern, Rinde und Krümeln der Erde flitzte mit verblüffender Geschwindigkeit über das Gras. Zu jeder Seite reckte sich ein breiter Ast aus seinem Leib mit zwei ausgestreckte Arme mit hölzernen Fingern. Das Lachen von Glotzer und Heuler ging in entgeistertes Keuchen über. Gleich war das Wesen bei ihm, gleich würde es zuschnappen. Vicky leckte sich konzentriert über die Lippen. Der große Augenblick war gekommen. Sie schwang ihren Zauberstab vor und hielt ihn fest gedrückt. »Warte noch, Vicky«, tuschelte Konrad angespannt, »es ist noch nicht nah genug, um...« Doch Vicky hatte schon gefeuert. Ein gleißender grüner Funkenstoß jagte auf das Waldmonster zu. Der Spalt, der seinen Mund darstellte, weitete sich überrascht. Als der Funkenstoß es traf, heulte es kräftig auf. Es klang wie das Heulen der Geister, nur dass es von Knacksen, Knistern und Rascheln begleitet war. Getroffen wich das Wesen ein Stück zurück. Vicky sprintete nach vorn. Gleichzeitig bewegte sie ihren Zauberstab mit einer energischen Bewegung auf die magische Dose zu, die im Gras verborgen lag. Das Monster bewegte sich mit, als zöge Vicky an einer unsichtbaren Leine. »Heya, es funktioniert!« schrie Vicky begeistert. Ihre Haare standen vor Aufregung wie elektrisiert zu Berge. Da begann das Wesen plötzlich mit aller Kraft zu ziehen. Es wollte sich befreien. Vicky kam es vor, als würde der Zauber seine Richtung wechseln. Das Monster zerrte nun sie entlang des grünen Funkenstrahls auf das Unterholz zu. »Ah, so haben wir nicht gewettert, du Blätterbiest!« brüllte Vicky und krallte sich mit beiden Händen am Zauberstab fest. Es fühlte sich an wie magisches Tauziehen. Doch sie wusste, wenn sie auch nur kurz losließ, hätte sie das Wesen verloren und ihren Zauberstab gleich mit. Vicky keuchte. Schweißperlen traten auf ihre Stirn und ihr wurde furchtbar heiß. Das Wesen schnaufte und spuckte Erde und Blätter. Es wirkte genauso angestrengt wie sie. Die Magierin und das Monster
kämpften um jeden Zentimeter. Mal bewegten sie sich ein kleines Stückchen in Vickys Richtung, dann machte das Ungeheuer wieder Boden gut. Vicky hatte das Gefühl, dass der Zauberstab immer schwerer in ihrer Hand lag. Und ihr ganzer Arm kribbelte wie verrückt. Der Zauber kostete sie mehr und mehr Kraft. »Verdammt! Verdammt!« schrie Vicky. Das Ungeheuer gewann die Oberhand. Unerbittlich zerrte es Vicky auf den dunklen Wald zu. Vicky stemmte ihre Füße gegen Gesteinsbrocken und Wurzeln im Gras. Doch das Wesen war stärker. »Oh, komm, Anna, komm schon!« feuerte sie sich selber an. »Dir zeige ich, du Geisterschreck!« Für eine Sekunde ließ das Wesen locker, als hätten Vickys Worte es verwundert. Vicky nutzte ihre Chance sofort. Mit einem kräftigen Ruck bewegte sie ihren Zauberstab auf Tante Fias Keksdose zu. Zwusch! Das Wesen flutschte regelrecht in die gewünschte Richtung. Es schrie überrumpelt auf. Als es verzweifelt versuchte zu entkommen, stoben Blätter, Zweige und krümelnde Erde in alle Richtungen. Vicky fühlte sich, als wäre sie in einen kleinen Wirbelsturm geraten. Feuchte Blätter klatschten ihr vor die Augen und raubten ihr die Sicht. Einmal spürte sie sogar einen Regenwurm auf der Wange, doch sie ließ keine Sekunde locker. Durch das Geschrei und Geraschel hörte sie Konrad und Mila nach etwas rufen. Auch Heuler schrien wieder aufgewacht und johlte lautstark mit. Ein wahres Höllengetöse erfüllte die Lichtung. Und mittendrin stand Vicky, die sich wie die Dompteurin in ihrem wilden Spukzirkus fühlte. Und hepp! Noch eine letzte schwungvolle Bewegung auf die Dose zu. Gleich, das offenstehende Gefäß glänzte und blickte im Sonnenlicht. Zwusch! Endlich begann die Magie des Behälters zu wirken. Raschelnd und knisternd flogen die Blätter, die Rinde und die Äste auf den Behälter zu und verschwanden darin wie in einem magischen Staubsauger. Vicky hechtete auf die Keksdose zu und drückte entschlossen den Deckel auf das Gefäß. »Hab ich dich erwischt!« Klotzer und Heuler schwebten am Rand der Lichtung und konnten immer noch nicht fassen, was sie soeben beobachtet hatten. Ein Mädchen, das sich ganz allein dem fürchterlichen Waldmonster gestellt hatte. Und das Mädchen hatte gesiegt. Einfach unglaublich. Als Vicky die Keksdose triumphierend hochstreckte, wichen die zwei ein Stück zurück. Da soll es drin sein, stammelte Heuler. Habt ihr doch gesehen, sagte Vicky stolz. Ich hab's eingesaugt wie eine Spinne. Du saugst zu Hause Spinnen mit dem Staubsauger ein? Fragte Mila, die zusammen mit Konrad hinter Vicky auf die Lichtung getreten war. »Quatsch«, sagte Vicky eilig, »ich fange sie natürlich immer in einem Glas und setze sie vor die Tür.« »Bring dieses Vieh bloß weg von ihr«, brummte Klotzer, »so weit wie möglich.« »Das war echt große Klasse, Vicky«, sagte Konrad und klopfte Vicky anerkennend auf die Schulter. Seine Freundin lächelte breit. »So, und nun zurück zur Mühle«, meinte sie dann. »Tante Fia und Kasimir warten bestimmt schon auf uns. Die werden Augen machen.« »Kommt ihr mit?«, fragte Konrad die zwei Geister. Säuselte Heuler. Und Glotzer murmelte, »Och, jetzt, wo es hier wieder sicher ist, wenn ihr mal wieder richtig erschreckt werden wollt, wisst ihr ja, wo ihr uns findet.« Vicky zwinkerte. »Na dann!« Fühlt euch wieder wie zu Hause. Die beiden Geister grinsten quer über ihre Bettlaken. Als die Kinder von der Lichtung stapften, räusperte sich Klotzer geräuschvoll. Vicky, du, wir wollten noch, sagen, naja, also. Meint ihr vielleicht das Wort Danke? Half Mila ihm nach. Die Geister nickten und heulten brav. Danke!
Vicky fühlte sich, als wenn sie vor Stolz gleich platzen müsste. Doch sie wusste, was jetzt zu tun war. Sie setzte ihr coolstes Gesicht auf, wedelte mit der Dose, sodass es schön raschelte, und sagte: »Schon gut. Hat mir ja auch Spaß gemacht.« Kapitel 12: Die Botschaft aus dem Wurzelwerk. Während Vicky, Konrad und Mila den Rückweg antraten, erwachte Linus aus einem wilden Traum. Er hatte geträumt, dass er seinen Geschwistern und Vicky bis zu einer alten Mühle nachgelaufen war, die sich wie durch Zauberhand in ein Haus voller Geister verwandelt hatte. Und dann... Der Kleine stutzte. Er spürte etwas Weiches unter seinen Fingern. Das fühlte sich aber nicht wie seine Bettdecke an. Er schlug verwundert die Augen auf. Zuerst erkannte er kaum etwas, denn ringsherum war es ziemlich dunkel. Von irgendwoher fiel schwaches, grünliches Licht in den Raum. »Wo bin ich denn hier?« murmelte Linus und richtete sich schlaftrunken auf. Langsam gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit. Er erkannte eine Höhle. Das, worauf er saß, war ein flacher, mit Moos überzogener Felsen. Der Lichtschein drang durch den Eingang, vor dem Zweige mit Blättern hingen. Draußen zwitscherte ein Vogel. »Ich habe nicht geträumt. Das war alles echt«, begriff Linus. Sein Herz machte einen kleinen Sprung. »Wo ist denn dieses Blätterwesen hin, das mich hierher gebracht hat?« »Hallo?« rief Linus. Seine Stimme hallte in der kleinen Höhle wieder. »Wo bist du, Grüni?« So hatte er seinen neuen Freund genannt. Hoffentlich war Grüni nicht abgehauen. Wie sollte er denn alleine nach Hause finden? Da ertönte von draußen ein Rascheln. Die Zweige vor dem Höhleneingang schwangen leicht hin und her. »Grüni?« fragte Linus vorsichtig. »Bist du das?« Die Zweige teilten sich wie ein Vorhang und das Wesen sauste herein. »Tada, da bin ich wieder. Ich hoffe, du hast dich nicht gefürchtet, aber du warst auf einmal so müde, da dachte ich, ich lass dich lieber ein wenig schlafen.« Linus zog unbehaglich die Füße an seinen Körper. Was da zum Höhleneingang hereinkam, sah ganz anders aus als das, was er unten am Bach getroffen hatte. »Wo sind dir deine ganzen Blätter hin?« fragte Linus. Sein neuer Freund war nun voller grauer, fransiger Fäden, in denen kleine Zweige und Pilze steckten. Druckste der herum. »Ein kleiner Unfall, aber halb so wild. Ich habe ein paar schöne alte Spinnweben gefunden, die tun es auch.« »Spinnweben?« meinte Linus. Er ekelte sich ein bisschen. »Sind da noch Spinnen drin?« »Höchstens Tote und ein paar Fliegen vielleicht. Und Fliegenpilze«, kicherte das Wesen. »Du bist echt komisch«, meinte Linus, »aber eigentlich ganz lustig.« »Danke, du bist auch lustig.« Das Wesen raschelte zu Linus herüber. Die Spinnweben flatterten leise. »Wollen wir jetzt weiterspielen?« machte Linus, »eigentlich will ich lieber nach Hause.« »Was?« fragte das Wesen überrascht. »Gefällt es dir denn bei mir nicht?« »Doch, doch, schon. Aber ich will jetzt wieder zu meiner Mama«, erklärte Linus und verschränkte die Arme. Das Wesen seufzte enttäuscht. »Na gut, wie du willst.« Oder plötzlich kam ihm eine Idee. »Ich kenne da noch ein Spiel. Eins, das du garantiert noch nie gespielt hast.« Linus hob langsam den Kopf. »Ja? Welches denn?« Wenig später ging ein Raunen und Tuscheln durch den Geisterwald. Es waren die Bäume, die sich aufgeregt eine unerhörte Neuigkeit erzählten. »Hast du schon gehört, Birklinde? Da fliegt ein kleiner Junge durch den Wald«, rief eine Birke am Ufer des Waldbachs ihrer Nachbarin zu. Die andere Birke wusch gerade ihre Zweige im Bach. »Du meinst bestimmt die drei Magier«, sagte sie. Es klang fast ein bisschen gelangweilt. »Ja, ja, ich habe schon gehört, dass die wieder in Algravia...« »Nein, nein, Liebes«, unterbrach die Erste sie aufgeregt. »Es ist ein kleiner Junge und er fliegt
ohne Magierumhang. Nun war die andere Baumfrau ganz Ohr. Ihre Nachbarin fuhr fort. Der Junge fliegt nicht allein, sondern auf einem Ungeheuer aus Spinnweben und Ästen. Die Kunde verbreitete sich in Windeseile. »Sowas hat es ja noch nie gegeben«, brummte eine alte Eberesche. »Nicht, dass dieser Frechdachs uns noch die Nester aus den Kronen schubst.« »Oder sich selbst etwas tut«, meinte eine Kastanie besorgt. »Kleine Kinder haben doch so zarte Knochen.« In diesem Moment zischte der Genannte leibhaftig an den beiden vorbei. Die Bäume wären am liebsten zur Seite gesprungen, doch sie standen natürlich fest im Boden verwurzelt und konnten nur ihre Kronen im Wind wiegen. »Bahn frei!« schrie Linus aus vollem Hals. Sein Gesicht leuchtete fast so rot wie seine Haare. »Hier kommt der heulende Hallotri! Huhu! Auf dem wildesten Waldmonster von ganz Algravia! Huhu!« stimmte eine zweite Stimme ein. Mit Affenzahn umrundeten die zwei den Stamm der Eberesche. »Ksch, ksch!« rief die Baumfrau und fuchtelte mit ihren Zweigen. »Weg mit euch!« Die Störenfriede lachten und waren im nächsten Augenblick schon wieder im Wald verschwunden. »Unerhört! Unerhört! So etwas habe ich noch nicht erlebt! In 280 Jahren nicht!« Alle Bäume waren sich einig. Irgendjemand musste etwas unternehmen. Am besten jemand, der Beine hatte und der zaubern konnte. Die drei Magier waren bereits ein gutes Stück zurück in Richtung Mühle gewandert, als eine wichtige Botschaft sie erreichte. »He, ihr! Ihr seid doch die drei Magier, oder?« rief eine Tanne Konrad, Vicky und Mila zu. Die drei drehten sich um. Als Antwort reckte Vicky nur ihren Zauberstab hoch. »Ah, ich sehe schon. Sehr gut. Ich habe eine Nachricht für euch. Kleiner Schrotkopf monstert mit Fliege im Wald herum. Bitte fangen!« Die drei Kinder sahen sich ratlos an. »Hä?« machte Vicky. »Was soll dieser Quatsch denn heißen?« »Ja, also, ich weiß auch nicht recht.« Die Tanne verlor peinlich berührt ein paar Nadeln. »Moment, ich frag noch mal nach. Am besten über meine Wurzeln, das geht am schnellsten.« »Endlich mal eine, die nicht so langsam redet, dass man beim Zuhören einpennt«, tuschelte Vicky ihren Freunden zu. Das Gesicht im Baumstamm verschwand. Stattdessen begann der Stamm des Baumes zu vibrieren und ein knarrendes Geräusch drang aus dem Waldboden. »Die unterhalten sich sogar unterirdisch«, staunte Mila, »wie mit einem Wurzel-Internet.« Schon öffneten sich die Augen im Tannenstamm wieder. Sie leuchteten alarmiert. »Entschuldigt, da wurden wohl unterwegs ein paar Wörter verdreht. Die richtige Nachricht lautet, kleiner Rotkopf fliegt mit Waldmonster herum. Bitte fangen.« Vicky wedelte lässig mit der Hand. »Euer Wurzel-Internet ist wohl nicht das schnellste, was? Zur Info, wir haben das Waldmonster bereits geschnappt«, erklärte sie. »Hier ist es drin.« Grinsend reckte sie die Keksdose hoch. Die Tanne schaut höchst verwirrt. »Die Nachricht ist wirklich ganz frisch. Da fliegt ein Monster durch den Wald mit einem kleinen Rotschopf auf seinem Rücken.« »Ein kleiner Rotschopf?« stutzte Mila und sah Konrad an. »Du meinst Linus?« fragte ihr Bruder. »Aber den haben wir doch vor dem Fernseher geparkt. Der kann unmöglich hier sein.« »Eben«, meinte Vicky energisch, »man muss ja nicht gleich alles glauben, was irgendwelche Bäume einem erzählen.« Die Tanne räusperte sich beleidigt. »Nichts für ungut«, sagte Vicky, »aber der erste Teil deiner Nachricht stimmt auf gar keinen Fall. Das Monster ist gefangen, hier drin.« Als die Tanne ungläubig die Rinde über ihren Augen runzelte, griff Vicky zum Deckel der Dose. »Warte«, rief Konrad, »wenn das Monster freikommt.« »Dann zaubere ich es eben wieder zurück«, entgegnete Vicky lässig und riss die Dose auf. Darin regte sich nichts. »Hm?
machte Vicky stutzig. Sie linste in das Gefäß. Es war randvoll mit geschrumpften Blättern, die wie loser Tee aussahen. Vicky stupste ihren Zauberstab in die Blätter hinein. Es raschelte trocken. »Hat es sich versteckt?«, fragte Vicky und drehte die Dose kurzerhand um. Mila und Konrad hielten den Atem an, während die vertrockneten Blätter zu Boden regneten und dabei langsam wieder ihre alte Größe annahmen. Schließlich lag ein mittelgroßer Komposthaufen zu Füßen der Kinder. Mittendrin hockte eine warzige Kröte, die verdutzt zu den Freunden hinaufquakte und dann mit ein paar Sprüngen das Weite suchte. Vicky begann nervös in dem Blätterhaufen zu wühlen. »Es muss doch hier irgendwo sein! Wo ist es denn nur?« Lose Blätter wirbelten zwischen ihren Händen herum. »Verflixt!« rief Mila und schlug sich die Hand vor den Mund. »Es ist uns entwischt!« Vicky mochte es einfach nicht glauben. »Ich habe es doch eingesperrt! Ihr habt es doch auch gesehen!« »Eigentlich haben wir nur gesehen, wie die ganzen Blätter in die Dose geflogen sind«, überlegte Konrad laut. Wieder drang ein Knarren aus dem Waldboden. »Noch was?«, fragte Vicky. Die Tanne antwortete aufgeregt. »Ich habe einen Namen. Einer von den beiden Herumfliegern nennt sich... Moment, wie war das gleich?« »Wirklich ein ungewöhnliches Wort.« Einige Momente vergingen, die Vicky, Konrad und Mila endlos lang erschien. Das Knarren aus dem Waldboden klang wie ein unheilvolles Trommelschlagen. Dann sagte die Tanne, der heulende Hallotri. Kapitel 13. Wo ist Linus? Vicky fühlte sich, als würde sie in einem Fahrstuhl stehen, der mit Volldampf abstürzte. Ihr Hochgefühl hatte sich in nacktes Entsetzen verwandelt. »Der heulende Hallotri«, wiederholte sie heiser die Worte der Baumfrau. »Das habe ich doch schon irgendwo mal gehört.« »Linus«, schoss es aus Konrad heraus, »der heulende Hallotri ist sein Gespenstername.« »Dann muss er uns nach Algravia gefolgt sein. Und das Waldmonster hat ihn gefunden«, rief Mila entsetzt. »Mama bringt uns um«, sagte Konrad tonlos. »Aber wie kann das nur passiert sein?«, meinte Vicky und wuschelte sich aufgeregt durch die Haare. »Ganz einfach, weil du dieses Vieh nicht richtig eingefangen hast«, rief Konrad vorwurfsvoll. »Hallo?« Vicky konnte nicht fassen, dass Konrad ihr die Schuld in die Schuhe schieben wollte. »Woher soll ich denn wissen? Und überhaupt, warum hast du es nicht eingefangen, wenn du es besser kannst?« »Das erledige ich. Ihr könnt euch voll auf mich verlassen«, äffte Konrad Vicky nach. »Typisch Vicky. Große Klappe, nichts dahinter.« Vicky holte Luft und wollte zu einer wütenden Antwort ansetzen, doch Mila kam ihr zuvor. »Zofft euch nicht. Das bringt doch jetzt nichts. Wir müssen Linus so schnell wie möglich finden.« »Das würde ich euch auch raten«, raunte die Tanne. »Wenn ich meine Brüder und Schwester richtig verstehe, fliegen die beiden schneller, als die drei Magier erlauben. Da kann sonst was passieren.« »Wo hat man sie zum letzten Mal gesehen?«, fragte Konrad. Die Tanne tauschte sich erneut mit ihren Baumnachbarn aus. Aus allen Richtungen drang das leise Knarren der Wurzeln, als wollte der ganze Wald bei der Suche nach Linus helfen. Dann wippte die Tanne mit einem ihrer Zweige wie mit einem Zeigefinger. »In diese Richtung. Aber sie sind ständig in Bewegung. Beeilt euch!« Zur gleichen Zeit fühlte Linus sich wie in der tollsten Achterbahn der Welt. Es war ein Wahnsinnsgefühl, hoch über die Baumwipfel zu gleiten, im wilden Sturzflug abwärts zu sausen und sich dabei den Wind so heftig um die Ohren rauschen zu lassen, dass man sein eigenes Geheul kaum verstehen konnte. »Macht das Spaß! Wuhu!« kreischte Linus. Das schien seinen neuen Freund noch mehr anzustacheln. Er legte nochmal einen Zahn zu und sauste wie eine Rakete um die Baumwipfel. Schaut mal.
Sie zischten über einen kleinen Weiher hinweg und kamen dem Wasser so nah, dass Linus Lust bekam, die Hand danach auszustrecken. Das spritzte bestimmt toll. Doch als er sich nicht mehr mit beiden Händen an Grüni festhielt, verlor er das Gleichgewicht und wäre um ein Haar heruntergefallen. Im letzten Moment umklammerte er seinen Freund und fand wieder Halt. Uff, machte Linus und die beiden jagten wieder aufwärts. Ein Vogelpaar flog erschreckend zwitschernd aus dem Weg. Erschrocken zwitschernd. Huhu, bahnfrei! Huhu, jubelte Linus. Dann fiel ihm noch etwas ein. Etwas absolut Fantastisches. Du, Grüni, fragte er, kannst du auch Loopings fliegen? Ein Stück entfernt hasteten die drei Magier mit flatternden Umhängen durch den Wald. Hin und wieder blieben sie an dornigen Büschen und tief baumelnden Zweigen hängen. Sind wir schon zu weit gelaufen? Fragte Konrad atemlos und rief so laut er konnte in den Wald hinein. Linus! Keine Antwort. Auch nicht von den Bäumen. Nur ein leichter, frisch aufkommender Wind rauschte im Geäst und zerriss den Nebel in graue Fetzen. »Hilft uns mal wer! Hallo!« rief Vicky und klopfte im Vorbeilaufen an den Stamm einer Buche. »Entweder die haben keine Lust oder in Algravia gibt es tatsächlich auch ein paar Bäume, die nicht die ganze Zeit quatschen.« Und da sah es Mila plötzlich. Zwischen zwei Nebelfetzen glühte ein Augenpaar am Stamm einer Eiche. Mal eine Sekunde, ich muss hier mal gerade was klären. Was denn? Jetzt, das geht nicht. Hör auf, in die Nägel zu hauen. Wo waren wir? Ach so, ja, oh, wir waren ja bei dem Augenpaar am Stamm einer Eiche. Dort, rief sie. Die Freunde sprinteten auf den Baum zu. Mit seinem knolligen Stamm sah er aus wie eine uralte Oma. Auch die Stimme, die aus dem Holz drang, klang alt und rau. Ihr müsst zum, hauchte die Baumkreisin. Sie sprach so leise, dass die Freunde sich zu ihrem Mund hochrecken mussten, um etwas zu verstehen. Zum was? Hakte Mila nach. Zum Turm, wisperte die Eiche. Dann flatterten ihre Augen und im nächsten Moment drang ein leises Schnarchen aus den Astlöchern. Was für ein Turm meint sie bloß? Fragte Konrad. Nervös suchten die drei die nähere Umgebung ab. Nach ein paar Minuten entdeckte Mila einen halb unter Ranken verborgenen Wegweiser. Turm, entzifferte sie. Die restlichen Buchstaben waren unter dem Gestrüpp verschwunden. Nichts wie hin, rief Vicky. Der verwitterte Wegweiser deutete wie ein splittriger Holzfinger einen Hügel hinauf, der dicht mit Bäumen und Buschwerk bewachsen war. Hintereinander kämpften die Freunde sich durchs Dickicht über den Hang. Auf halbem Weg vernahmen sie ein langgezogenes, hohes Buhuhu. »Hey, war das Linus?« fragte Mila. »Linus!« riefen Konrad und seine Schwester wie aus einem Munde. Eine kurze Pause entstand, dann geisterte abermals ein Buhuhu durch die Bäume. »Das kommt von weiter oben!« »Die Eiche hat uns auf die richtige Spur gebracht«, keuchte Konrad aufgeregt. »Los, weiter, gleich haben wir ihn!« Linus hatte derweil überhaupt keine Ahnung davon, welche Sorgen man sich um ihn machte. Unbekümmert sauste er mit seinem Freund um den alten Turm oben auf der Hügelspitze. Leider hatte sein Pilot sich geweigert, mit ihm Loopings zu fliegen. Zu gefährlich. Als Ersatz hatte er ihm eine Runde Turmspuken vorgeschlagen. Das ging so. Sie flogen Kreise um das alte Gemäuer und immer, wenn sie an einem Fensterschlitz vorbeisausten, heulte Linus gespenstisch hinein.
Damit erschreckte er die Tiere, die in dem Gemäuer wohnten. Huhu! Heulte Linus in ein Fenster knapp über dem Eingangstor und zwei Fledermäuse flatterten fiepend ins Freie. Das funktionierte prima. Buhu! Trompetete Linus ein Stück weiter oben in einen Fensterschlitz. Ein hallendes Kraa! Kam als Antwort. War das eine Krähe? Linus setzte gerade zu einem neuen Spukgeheul an, da sah er unter sich, wie drei Gestalten mit wehenden Umhängen aus dem Wald gelaufen kamen. Das ist ja mein Bruder und meine Schwester und Vicky! Verblüfft lehnte Linus sich ein Stück zur Seite. Das Ungeheuer hatte die drei noch nicht bemerkt. Es setzte seinen Flug mit ungebremstem Tempo fort. Gerade flog es eine scharfe Linkskurve um den Turm. Linus war so abgelenkt, dass er für einen ganz kurzen Augenblick vergaß, sich festzuhalten. Doch das reichte schon. Ehe er sich's versah, stürzte Linus in die Tiefe. Kapitel 14. Ich sehe dich. Konrad entdeckte Linus in dem Moment, in dem sein kleiner Bruder hinabstürzte und sein Magen verkrampfte sich vor Entsetzen. Vicky, rief er, tu doch was! Zum Glück hielt Vicky ihren Zauberstab schon in der Hand. Sie streckte ihn energisch hoch und ließ einen Schuss grün glimmernder Funken los. Es sah aus, als würde elektrischer Strom aus Vickys Arm über den Zauberstab in den Himmel fließen, direkt auf Linus zu. Der Kleine hatte die Augen weit geöffnet. Er blickte eher verblüfft als entsetzt, als hätte er noch nicht begriffen, was mit ihm geschah, nämlich dass er mindestens 10 Meter tief fiel. Oder glaubte er inzwischen auch selbst fliegen zu können? Die nächsten Augenblicke vergingen für Konrad wie in Zeitlupe. Er sah, wie Linus mit seinen kurzen Armen wild ruderte. Konrad konnte nichts für ihn tun. Tiefer und tiefer sauste Linus am Turm hinab. Vickys Funkenstoß jagte auf ihn zu und verfehlte ihn um Haaresbreite. Die hellen Strahlen schossen an Linus vorbei und verschwanden in einem der Turmfenster, während Linus ungebremst zu Boden stürzte. Dieses schreckliche Bild tauchte einen Moment lang in Konrads Fantasie auf. In Wahrheit stoben die Funken aus Vickys Stab pfeilgenau auf Linus zu. Höchstens 2 Meter über dem Erdboden umfingen sie ihn wie ein magisches Luftkissen. Linus überschlug sich in der Luft und machte verdattert »Hoppla!« Sein Absturz war weich aufgefangen worden. Hier seht ihr das mal, wie die Vicky zaubert und den Linus im Sturz aufhält. Konrad atmete erleichtert auf. Vicky löste ganz vorsichtig den Griff um ihren Zauberstab. Und siehe da, die wirbelnden Funken schwebten langsam wie Glühwürmchen in alle Richtungen davon und ließen Linus sanft abwärts trudeln. Als seine Füße den Boden berührten, umarmten Konrad und Mila ihre Freundin dankbar von beiden Seiten. »Du hast es geschafft!« rief Konrad, und Mila stimmte ein. »Du hast unseren Bruder gerettet! Oh, Vicky, du bist einfach die Beste!« Vicky holte Luft. Konrad erwartete, dass sie einen ihrer coolen Sprüche klopfen würde, doch Vicky murmelte nur leise, »Puh, ich hatte auch echt Angst, dass es nicht klappt.« Während Konrad, Vicky und Mila noch durchschnauften, wusste Linus gar nicht, weshalb die Großen solche Gesichter machten. Fröhlich kam er auf sie zugelaufen und schloss sich der Umarmung an. »Habt ihr gesehen?« fragt er stolz. »Ich kann fliegen! Ich kann fliegen!« Mila lachte nur und strubbelte Linus durch die Haare. »Konrad hat völlig recht. Du bist wirklich ein kleines Monster. Aber eins zum Liebhaben.« Linus gluckste. Damit konnte er offenbar gut leben. »He, wo ist denn jetzt das richtige Monster hin?« fragte Vicky. Sie hatten sich so auf Linus konzentriert, dass sie das Ungeheuer ganz vergessen hatten.
Ich glaube, es ist in den Turm rein, meinte Mila. Ganz sicher war sie aber nicht. Ein Monster? Fragte Linus erstaunt. Ein richtiges Monster? Hast du Tomaten auf den Augen? Fragte Vicky. Du bist doch gerade auf ihm geritten. Was? Ihr meint Grüni? Linus kicherte. Er ist aber doch kein Monster. Er ist mein Freund. Die drei Freunde schauten Linus verwirrt an. Du kannst froh sein, dass er dich nicht setzte Vicky an. Dann spürte sie, wie Konrad sie in die Seite buffte. Mach ihm keine Angst, zischte er. Doch Linus hatte Vicky schon verstanden. Er schüttelte heftig den Kopf. Grüni frisst keine kleinen Kinder. Der braucht nur Luft und Licht. Licht? Meinte Konrad stutzig. Linus nickte ernsthaft. Wir haben uns unten am Bach getroffen. Ich habe gerade getrunken, weil ich doch solchen Durst hatte. Da habe ich ihn gefragt, ob er auch was trinken will. Und Grüni hat gesagt, ich esse Luft und trinke Licht. Am allerliebsten Sonnenlicht. Machte Konrad. Was Linus gesagt hatte, brachte ihn auf einen Gedanken. Konnte es etwa sein, dass... Vicky riss Konrad aus seiner Grübelei. Kommt, Leute, den schnappen wir uns, bevor er uns ein zweites Mal entwischt. Mit gezückten Zauberstäben pirschten Konrad, Vicky und Mila auf den verfallenen Turm zu. Linus beobachtete sie von einem Gebüsch aus. Er hatte natürlich auch mitkommen wollen, doch Mila hatte so streng »Du bleibst hier« gesagt, dass Linus sofort einen Kopf kleiner geworden war. Konrad drückte sachte gegen die alte Holztür. Es knirschte und die Tür löste sich aus den Angeln. Krachend landete das morsche Holz auf dem Steinboden. Das Geräusch hallte im Gemäuer nach. Die drei Freunde hielten den Atem an und lauschten, aber nichts regte sich. »Der Schuppen fällt ja fast auseinander«, flüsterte Vicky. »Hoffentlich bricht uns nicht die Treppe unter den Füßen weg«, sorgte sich Mila. Vor ihnen wand sich eine schmale Wendeltreppe nach oben. Konrad und Vicky tappten vorsichtig vorne weg. Mila folgte ihnen zögernd. Es war ein beklemmendes Gefühl. Durch die Drehung der Wendeltreppe konnte man immer nur ein kleines Stück vorwärts sehen. Jederzeit konnte unerwartet etwas von oben kommen. Oder jemand. Höher und höher erklommen sie den Turm. Hier und dort kamen sie an schlafenden Fledermäusen und schlitzförmigen Fenstern vorbei. Durch eins konnte Konrad Linus Rotschopf im Gebüsch erkennen. Ausnahmsweise wartete er diesmal brav. Endlich erreichten sie das obere Ende der Treppe. Konrad trat als erster in einen runden Raum, dessen Decke so niedrig war, dass die Freunde ihre Köpfe einziehen mussten. »Wurde der für Gnome gebaut?« raunte Vicky. Konrad sah sich um. Nur durch einen schmalen Fensterschlitz fiel spärliches Tageslicht herein. Der hintere Teil des Raumes versank in Düsternis. »Hier scheint unser Freund Grüni jedenfalls nicht zu sein«, brummte Vicky. »He, aber hier ist eine kleine Tür. Da geht's bestimmt nach draußen«, vermutete sie. »Vielleicht hockt das Monster auf dem Balkon.« Sie marschierte los, doch Konrad hielt Vicky an der Kapuze ihres Umhangs fest. »Was ist?« fragte Vicky. Konrad deutete mit seinem Zauberstab auf einen Haufen Spinnweben, Pilze und Äste, der neben dem schmalen Fenster auf dem Boden lag. Mila schnappte nach Luft. »Das Ungeheuer!« Überrascht starrten sie den Haufen an und zückten alle drei ihre Zauberstäbe. »Es bewegt sich nicht«, stellte Vicky fest. »Oder doch?« Mit ausgestrecktem Zauberstab schlich sie näher auf den Haufen zu. Die Spinnweben tanzten leicht im Luftzug, der zwischen Fenster und Türritze durch den Raum wehte. »Mach aber vorsichtig«, mahnte Konrad. »Mach lieber nichts«, bat Mila ihre Freundin. »Stups es bloß nicht mit dem Zauberstab an.« »Wir müssen das jetzt zu Ende bringen«, presste Vicky grimmig hervor. Konrad sah, wie sie ihren Stab fester umklammerte und den Stern an der Spitze grün erglühen ließ. Dann stach sie mit einer schnellen Bewegung in den Spinnwebhaufen.
Es raschelte leise. Mehr passierte nicht. Mit gerunzelter Stirn zog Vicky den Zauberstab zurück. Ein paar Spinnfäden hingen lose daran. »Es ist wieder nur so eine Hülle«, sagte sie, »wie die Blätter und das Moos, das ich in der Dose eingefangen habe.« Konrad nickte nachdenklich. »So muss es sein.« »Und wo ist das, was unter dieser Hülle war?« flüsterte Mila beklommen. Etwas hustete. Es war nur ein ganz leises, kurzes Husten. Doch in dem stillen Raum wirkte es wie ein Kanonenschuss. »Wer da?« rief Vicky. Mila schlug sich eine Hand vor den Mund und Konrad warf suchende Blicke in alle Richtungen. Und dann sah er ihn. »Der Junge aus dem Wald!« Konrad kniff die Augen zusammen und zeigte auf eine Stelle ein Stück rechts vom Fenster. Die Mädchen rubbelten sich verwirrt die Augen. Offenbar konnten sie nichts erkennen. Und auch Konrad nahm kaum mehr als ein Nebelschleier wahr. Eine verschwommene, fast durchsichtige Gestalt. Er konnte sogar einzelne Mauersteine hinter dem Gesicht durchscheinen sehen. Auf gut Glück schickte Konrad mit seinem Zauberstab ein paar blaue Funken in Richtung der Gestalt. In den wenigen Funken schien eine gewaltige magische Kraft zu stecken, denn im ganzen Raum wurde es noch etwas dunkler. Nur dort, wo die Funken wirbelten, blieb es hell. Und das Bild wurde langsam klarer. Der Fremde stand wie angewurzelt da. Genau genommen war Konrad sich nicht sicher, ob der Junge wirklich stand, denn er konnte keine Beine erkennen, nur eine Art Rauchsäule, die nach unten hin immer unschärfer wurde. »Du kannst mich sehen?« fragte der Junge leise. »Ja, ich sehe dich«, sagte Konrad, »und ich weiß auch, was du bist.« Da seht ihr den Konrad, wie er den kleinen Geisterjungen sieht. So, wir sind beim letzten Kapitel, Kapitel 15. Das Geheimnis wird gelüftet. Als Konrad, Vicky und Mila auf Fiafoisbühle zuliefen, war die Sonne bereits hinter den Baumwipfeln versunken. Der Himmel hatte eine dunkelblaue Farbe und nur an seinem Rand leuchtete noch etwas Abendröte. Alles wirkte friedlich. Wahrscheinlich ruhten sich Tante Fias unheimliche Gäste aus, um für die Geisterstunde wieder fit zu sein. Die Hexe saß auf einem alten Schaukelstuhl vor der Mühle und flickte an etwas auf ihrem Schoß. »Au«, machte es leise. »Sch, sch«, antwortete die Hexe sanft. »Gleich hast du's geschafft.« Als die drei näher kamen, konnten sie erkennen, was Tante Fia da nähte. Ein Bettlaken mit nervös blinzelnden Augen und zwei geknoteten Zipfeln, die wie Zöpfe hin und her wippten. »So«, schloss die Hexe, »nun bist du wieder heil und sogar noch hübscher als vorher.« Das Geistermädchen schwebte erleichtert vom Schoß der Hexe und sah an sich herab. Ein blauer Flicken zierte die Unterseite ihres Lakens. »Und pass das nächste Mal auf, wenn du am Schornstein langfliegst. Nicht, dass du nochmal hängen bleibst.« Dankbar huschte das Geistermädchen davon. Da bemerkte Tante Fia die drei Magier. Überrascht musterte sie Linus, der schüchtern hinter ihnen hertapste. »Da seid ihr ja wieder«, begrüßte Tante Fia die Gruppe. »Und wo habt ihr denn diesen süßen Kleinen gefunden? Der sieht ja zum Anbeißen aus.« Linus zuckte zusammen. »Nur ein kleiner Hexenwitz«, sagte Tante Fia rasch. »Also, wer bist du denn nun, Herzchen?« Konrad, Vicky und Mila begannen zu berichten. Zwischendurch kam Kasimir aus der Mühle geschlichen und sie mussten nochmal von vorne anfangen. Auch die Geister machten große Ohren. Einer nach dem anderen tauchten sie an den Mühlenfenstern auf und lauschten gebannt. Als Vicky zu der Stelle kam, an der sie gegen das Ungeheuer gekämpft hatte, richteten sich alle Augen auf die Keksdose.
Sie lugte aus Vickys Umhängetasche. »Ist es da drin?« schnurrte Kasimir. »Nein, ich bin hier«, sagte eine unsichtbare Stimme neben den Freunden. Die Geister zogen ihre Köpfe ein und sogar Kasimirs Barthaare zuckten vor Schreck. Vicky musste kichern. Schön, dass man selbst Kasimir noch mit etwas überraschen konnte. »Das Monster ist nämlich gar kein Monster«, verriet Mila, »sondern dreimal dürft ihr raten.« »Ein Baum, das muss gerade ein Baum geredet haben«, vermutete einer der Geister lautstark. »Ganz kalt«, sagte Vicky. »Okay, ein kleiner Tipp. Es ist normalerweise weiß.« »Ein Geist«, entfuhr es Kasimir und er machte einen Buckel. Die Freunde nickten. Der Kater hatte das Geheimnis erraten. »Ein Geist? Aber wo ist denn dann sein Laken?«, fragte das geflickte Gespenstermädchen. Es hockte auf der Regenrinne und kam nun neugierig herabgeschwebt. »Ich, also«, hörte man die unsichtbare Stimme stammeln, »hab keins bekommen, leider.« Mila sah den lakenlosen Geist zwar nicht, doch sie stellte sich vor, dass er gerade rot wie eine Chilischote wurde. Seine Stimme klang furchtbar beschämt. »Wo kriegen die Geister denn normalerweise ihre Laken her?«, platzte Linus heraus. Das Geistermädchen fasste sich ratlos an die Zöpfe. »Das wissen wir auch nicht so genau.« »Die fallen vom Himmel«, knurrte ein alter Geist, der sein zerknittertes Lakengesicht hinter dem Türrahmen hervorstreckte. »Das sind Taschentücher von Rumpelriesen, jawohl. Tagsüber, wenn wir schlafen, wandern die Riesen durch den Geisterwald und wenn einer sein Taschentuch voll gerotzt hat, lässt er es auf einen von uns fallen. So geht das.« »Kids«, machte Vicky angewidert, »wie eklig.« »Pah«, fauchte Kasimir, »so einen Unsinn habe ich in meinen 7 Katzenleben noch nicht gehört.« »Und wo kommen die Laken wirklich her?«, wollte Konrad wissen. Der Kater fuhr sich über die Schnurrhaare. »Manche behaupten, die Laken wachsen den Geistern einfach im Schlaf. Andere wollen gesehen haben, wie mannshohe Spinnen durch den Geisterwald huschen.« »Die den Geistern die Teile auf den Leib spinnen?«, staunte Vicky. »Coole Sache.« »Auf jeden Fall bekommt jeder von uns spätestens bis zu seinem 3. Schlupftag ein Laken«, plapperte das Geistermädchen. »Die Geister in Algravia schlüpfen aus Eiern«, warf Kasimir ein. »Da sind sie noch unsichtbar.« »Und bei mir ist das schon fast 10 Wochen her«, sagte der Geisterjunge bedrückt. Laute Schnappatmer drangen aus der Mühle. »Fast 10 Wochen und immer noch kein Laken«, rief der Geisteropa, »verfusselt und zugenäht, das ist ja eine Katastrophe.« Mila hörte den Unsichtbaren neben sich schwer schlucken. Sie tastete nach seiner Schulter und sagte, »er kann doch nichts dafür.« »Ohne Laken habe ich mich nicht zu den anderen getraut. Ich hatte eben Angst, sie würden mich auslachen«, murmelte er beschämt. »Also hast du dir einen Ersatz gebastelt«, erriet Tante Fia. »Genau, aus dem, was ich im Wald so gefunden habe. Rinde, Moos, Blätter, Pilze, Spinnenweben.« »Schlaues Bürschchen«, sagte Kasimir, »darauf muss man erst mal kommen.« »Aber die anderen Geister sind immer vor mir weggeflogen«, sagte der Junge bitter. »Sie wollten einfach nichts mit mir zu tun haben.« »Woher sollten wir denn wissen, dass du einer von uns bist?«, meinte das Geistermädchen schüchtern. Ihre Worte hatten eine große Wirkung auf den Unsichtbaren. »Ich bin einer von euch?«, fragte er zögerlich. »Wirklich jetzt?« Das Geistermädchen umschwirrte die Stelle, an der sie den Unsichtbaren vermutete. »Na klar! Man muss doch kein Laken haben, um ein Geist zu sein. Ich finde so ein Blätterlaken sogar total verspukt«, sie kicherte. »Einfach erschreckend. Und so natürlich. Etwas ganz Besonderes. Ich bastel mir auch eins«, stimmten andere ein.
Zeigst du uns, wie das geht?« Der Geisterjunge konnte sein Glück kaum fassen. Alle Geister kamen aus der Mühle geschwebt und umringten ihn. Dann huschten sie zusammen zum Waldrand und ihr neuer Kamerad zeigte ihnen, wie man aus trockenen Ästen, Blättern und Rindenstückchen einen schaurigen Umhang machte. Die anderen jubelten und heulten entzückt. »Nun fehlt dir noch ein Name«, brummte der Geisteropa. »Hat er doch schon«, rief Linus zu den Geistern hinüber. »Ich habe ihm einen gegeben. Grüni.« »Grüni! Grüni!« schrien alle Geister im Chor. Und damit hatte die Geistergemeinschaft ein neues Mitglied bekommen. Bald wurde es Nacht und eine schmale Mondsichel hing über der Mühle. Richtig dunkel wurde es trotzdem nicht, denn die leuchtenden Geister tanzten wie Lampions durch die Luft. Sie veranstalteten ein Fest, das sich die Mühlenbalken bogen. Natürlich versuchten sie auch die Menschenkinder zu gruseln, doch die drehten den Spieß um und lauerten den Geistern hinter Türrahmen und Regenfässern auf. Tante Fia sah dem Treiben von ihrem Schaukelstuhl aus zu. Kasimir lag auf ihrem Schoß und ließ sich von der Hexe den Nacken kraulen. »Gleich morgen früh schreibe ich eine Hexenpost an meine Gäste«, verkündete Tante Fia. »Ihr könnt alle zurückkommen.« »Wir sollten ebenfalls langsam zurück«, fiel Mila da ein. »Die Zeit läuft in Mühlfeld zwar anders, aber besser, wir sind zu Hause, bevor Mama wieder da ist.« Sie schaute zu Linus, der mit Grüni und Zopfine, so hieß das Geistermädchen, ringelrein tanzte. »Die scheinen euren Bruder richtig gern zu haben«, sagte Tante Fia schmunzelnd. »Ich glaube, die würden ihn glatt vom Fleck weg adoptieren.« »Auf keinen Fall«, riefen Konrad und Mila wie aus einem Munde. Und Konrad fügte hinzu, »Linus gehört zu uns, auch wenn er manchmal ein echter Quälgeist ist.« »Nur blöd, dass er jetzt unser Geheimnis kennt«, meinte Vicky. »Ach, sobald er zu Hause ist, wird er denken, er hat das alles nur in einer dieser Flimmerkisten gesehen«, schnurrte Kasimir. »Du meinst im Fernsehen?«, meinte Vicky und zwinkerte. »Jetzt hast du dich verraten, Kasimir. Du bist ab und zu auch in Mühlfeld unterwegs, stimmt's? Gib's ruhig zu.« Der Kater miaute nur und sprang mit einem eleganten Satz vom Schoß der Hexe. »Ja, ihr habt euch hervorragend geschlagen«, lobte er die drei. »Und wer war am besten?«, fragte Vicky scherzhaft. »Jeder von euch hat gezeigt, was in ihm steckt«, raunte Kasimir. »Jeder ist Meister seiner eigenen, ganz besonderen Magie.« Konrad, Vicky und Milas Gesichter strahlten wie die von drei Loonies. »Mila, Con, gib mir zwei«, rief Vicky und hielt ihren Zauberstab hoch. Konrad und Mila zogen ihre Stäbe hervor und schnippten ihre Sterne gegen den von Vicky. Als die drei Zauberstabspitzen sich berührten, umfing sie ein weißes Leuchten. Erstaunt hielten die Freunde den Atem an. Ehe sie die Stäbe wieder zurückziehen konnten, schoss ein gewaltiger weißer Lichtblitz in den Himmel. Das Geistergeheul verstummte. Alle blickten auf den Ball aus Licht, der hoch über der Mühle in einem Meer von Funken zerstob. Knisternd regneten die Funken herab. Für Vicky klang das Knistern wie ein Versprechen. Die größten Abenteuer lagen bestimmt noch vor ihnen. Und das ist das letzte Bild. Und wir haben das ganze Buch durchgelesen. Schön, dass ihr noch da seid. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war das Buch. Vielen Dank nochmal an den Kiddings Verlag. Die haben uns das Buch zur Verfügung gestellt, zum Vorlesen, aber auch zum Verlosen. Das heißt, wenn ihr dieses Buch und zwei andere Bücher aus der Reihe mit den drei Magiern haben möchtet, macht mit bei unserer aktuellen Mitmachaktion. Alle Infos dazu findet ihr entweder im Video hier unter mir, wenn ihr es auf der Startseite guckt, oder im Link in der YouTube-Beschreibung oder in unserem Blog auf der wuselstunde.de Webseite.
Es gibt nichts Großes dafür zu tun. Einfach ein, zwei kleine Sachen zu machen und schon seid ihr im Lostopf und könnt drei Magierbücher gewinnen. Also, ihr Lieben, macht es euch schön, gehabt euch wohl, wascht euch die Hände, esst Obst und Gemüse, bleibt gesund. Wir sehen uns bald wieder, eure Daniela.